Sommerabend in Sofia. Hauptstädte stehen nicht auf unserem Reiseprogramm, aber wir halten mal an, wo Musik aus den Lautsprechern dudelt. Junge Leute samt Statussymbol treffen sich am Platz vor dem Kulturpalast. Das ist anders als auf dem Dorf. Hauptstadtleben für junge Leute. Sie genießen, was sich verändert. Keine Nostalgie, auch kein Hass auf die kommunistische Zeit, die sie nur als Kinder erlebten. Manche suchen noch Arbeit, andere haben schon was gefunden. Jobs aber findet man eben nur hier in der Hauptstadt. Doch da steht eine Waage am Straßenrand, mit der hofft einer, ein bisschen Geld zu verdienen, seine Pension aufzubessern. Dies sind die Älteren, die Verlierer des Umbruchs. Die Jungen rollen weiter, die Kapelle für die Opfer des Kommunismus am Rande des Platzes fällt ihnen gar nicht ins Auge. Als es hell wird, sind wir schon im Rila-Gebirge, das man die bulgarische Schweiz nennt. Auf einer neuen Straße führt uns die Fahrt hinein, tief in die Geschichte Bulgariens. Seit über 1000 Jahren sind Bulgaren hierher gepilgert. Und heute kommen sie, um stolz auf ihre Geschichte zu sein. Das ist wichtig für sie, wie für alle, die in den Ländern des Balkan leben. Solange Europa noch weit scheint, sind Geschichte, Nation und Land die großen Worte, die Hass oder Stolz auslösen können. Okay. Am Klostertor ein seltsames Heulen gemischt mit Glockenklang. Da ist ein Klosterhund, der die Glocken nicht leiden kann. Dies ist das größte und älteste Kloster Bulgariens, in Höhlen des Rila-Gebirges im 10. Jahrhundert gegründet, von den Zaren Bulgariens reich gemacht, von türkischen Eroberern zerstört und wieder aufgebaut von Bulgaren. Es steht für die Nation so sehr wie für den Glauben. Gemeinsam haben sie Kriege und Fremdherrschaft überstanden. Hier ist jede Ikone auch ein Souvenir nationaler Geschichte und patriotischen Stolzes. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung, danke schön. Da kommt Bischof Johann, der Herr des Klosters. Ja, Sie müssen von oben aber fotografieren. Ja. Da oben müssen ja, Sie steigen. Ja, wir haben ihn gemacht. Ja, haben schon. Ja, ja, sehr schön. Und Sie sind schon lange hier? Jetzt? 60 Jahre. Jahre. 60 Jahre im Kloster hier? Ja. Ich bin die lebendige Geschichte des Klosters. Ja. Im letzten Jahrzehnten, ja. Jetzt muss ich schon sterben. Ich glaube, Sie sehen noch aus, als ob Sie noch nein, leben. Nein. Ich bin ein alter Mensch. Ja. Aber Sie haben viel erlebt hier im Kloster. Bitte? Auch die kommunistischen Jahre waren sicher schwierig. Sehr. Sehr schwierig. Ja. Aber es ist ein großes geistiges Zentrum für Bulgarien. Ja, für Bulgarien. Kulturzentrum, geistliches. Na, jetzt müssen wir hüten, was übergeblieben ist. Ja. Was wird geistig aus Bulgarien? Im Sinne einer Anknüpfung an Traditionen, wird das möglich sein? Vieles hat man vergessen während des Kommunismus. Mhm. Jetzt müssen wir von Neuem anfangen. Mhm. Denn die Alten sind gestorben, die anderen hatten keine Ahnung, besonders die Kinder. Jetzt öffnen wir Kirchenschulen, Religionsunterricht in den Schulen. Es geht natürlich sehr schwer und langsam. Ja. Und es kommen auch wieder neue, andere Werte aus Westeuropa, Amerika. Das ist auch ein Problem. Das ist auch wirklich ein großes Problem. Die Jugend möchte das Moderne und nimmt nur das Schlechte, wenn man nicht die normale Richtung hält, dann geht es schief.